Hallihallöchen, Handsome Peter hier und willkommen zurück zu Let's Play Oceanhorn 2. Wir sind in der Nähe des Ursprungs, der Ursprung allen Ursprungs ist. Geisterstadt. Okay, bin ich fein damit. Ein Blutstein gibt's, einen Aussichtspunkt, einen Teleport, ganz viel. Aber auch ganz viel Weg erstmal nur bis zur Stadt hin. Der Blutstein ist irgendwo da hinten. Wir haben eine neue Herausforderung. 100% erforschen. Lasse drin einen gefrorenen Feind zerstören. Interessante Aufgabe. Hätte man auch viel früher schon machen können. Wir können doch Gegner einfrieren. Naja. Soll drin Spaß bei der Aufgabe haben. Hier war Telter aktiviert. Ja, okay, dann gibt es sogar im Spiel noch einen, weil in den Achievements steht soweit, dass es eins gibt, wenn man alles erkundet hat. When I was young, I heard of a place up in the north, where the knowledge was preserved, where the philosophers lived. The town dedicated to the preservation of the knowledge. Knowledge of whom? We are near the beacon. It could be the knowledge of the ones who built them. Wir können in die Häuser hier rein. Durch die Dächer. Ach, das ist ja witzig. Okay. Ja, es ist wirklich eine Geisterstadt. All my friends are ice. Moment, wir müssen von da oben rein. Und es gibt ja auch noch zwei Teleporter, nicht wahr? Nee, die sind Stein geworden, nicht Eis. This took place many years ago. Could have been during the last war. Ja, ich glaube, die sind wirklich zu versteinert und nicht irgendwie nachgebaut oder sonst was. To collect the emblem of sun. Wir können hier runtergehen. Nee. Ich will die Kugel finden. Dann ist sie auch wieder weiter weg. Wir halten die Augen offen. Oder wir müssen irgendwas aufschmelzen. Der gute alte Jump ins Haus geh Glitch. Noch drei Blutsteine. Einer davon ist in diesem Gebiet auch direkt noch. Ein Haus, in das wir normal gehen können. Oh, das ist eine Seltenheit. Wir können auch gleich wieder normal rausgehen. Kann man tauchen? Ja, da unten ist was. Haus am Brunnen. Aha. Lol, das ist ja cool. Für einen Key sogar. Schlüssel zum Haus des hohen Philosophen. Nein. Alter, ist das ätzend hier die ganze Zeit. Springen. Ich will doch nur abtauchen, Mann. Gut, die haben hier auch ein Gesuchtbrett. Also hier scheint
dann doch noch ein Kopfgeld zu sein. Jetzt fehlt dann noch die goldene Kugel. Ach, vielleicht müssen wir den Schlüssel auch suchen. Ja, 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 ist in die Arena ein Raum. Ist die Arena in Raum und Zeit, in der man auf die Ewigkeit vorbereitet wird. Ich dachte, Gaia ist die Göttin. Naja. Die physische Welt ist nur ein vorübergehender Ort der Prüfung, in dem wir nach unseren moralischen Neigungen leben können. Kronos zeichnet alles auf, was wir auf Gaia tun. Ja, dann stell noch die Fragen. Archimedes, mein lieber Studienkollege, du kennst dich zwar bestens mit den heiligen Emblemen aus, aber ich sehe, dass du dich schwer tust, meine Arbeit über die Natur der Zeit zu verstehen. Du wirst sie verstehen, wenn du es schaffst, dir eine Schicht unter Gaia vorzustellen. Unserer Welt und Arena des Lebens. Es ist das Reich von Kronos. Zeit, Raum und die große unbekannte Ewigkeit. Unsere Existenz ist eine Spirale des Lebens. Der Bogen der Existenz und das Spiegelbild, die Ewigkeit. Wenn du bloß nicht so stur wärst, würde ich gern mit noch mehr reden. Das ist verbrannt. Selbst wenn man nach den alten moralischen Philosophien lebt, fällt das Leben aus der Nähe und Ferne betrachtet immer in die Kategorie des Chaos. Aber auch die Muster des Chaos müssen an den Bogen der Existenz angepasst werden, den Kronos bereits festgelegt hat. Freier Wille existiert nur bis zu einem gewissen Punkt. Jede freie Wahl wird getroffen, um sich letzten Endes mit Kronos ultimativen Schicksal zu vereinen. So die Philosophie dieses Spiels. Baron Schleimdorn. Das ist ja cool. Klingt cool. Der hohe Philosoph möchte den Ritterorden der Arkadie über einen Gesetzlosen informieren, der in der Nähe unserer Grenzen lebt. Versteckt sich in Eishöhlen gegenüber des Tors zum Ursprung. Okay, merken wir uns. Hier kann man nicht rein. Das Ding ist nämlich nur halb zu. Okay, das ist echt seltsam, dass die Teleportkugel nicht zu finden ist. Ha. Ach, da ist sie. Okay, dann machen wir schnell das Haus auf. Sehr weit versteckt. Aber gut. Bringen wir sie dorthin, wo der vorletzte Teleporter ist. Wo ist denn der Blutstein? Der ist jetzt da hinten. Okay, gucken wir uns auch gleich an. Aber erst... Plopp. Yay. Okay, Blutstein. Irgendwo in die Richtung. Da oben sehen wir schon den Turm. Wir haben auch schon 64% des Ursprungs. Das Tor des Ursprungs, das ist ja dann auch wieder Overworld, oder nicht? Der Blutstein ist vielleicht wieder unter Wasser. Ja, ja, da sehe ich schon ein bisschen glänzen. Der 50. Von 52. Sehr schön, dann haben wir hier alles auch erledigt, sofern nicht der Auftragsmord hier auch ist. Oh, spring doch rüber. Du springst doch sonst so gerne. Danke. Gegenüber des Tors. Jetzt die Frage.
des Eingangstors, dieses Tors. Haus des hohen Philosophen. Let's find our way through this building. Jo. So unendlich groß kann das Haus nicht sein, mein lieber Mayfair. Look, a chest. I wish I had the chance to visit this place before all of this. The shelves are filled with books, brimming with knowledge. Ja, du kannst. There's no time to read them now. Ach, du kannst auch nachdem alles vorbei ist, die Bücher lesen. Du hast es doch nicht so eilig, oder? Ah. Das war's? Nee, natürlich nicht. Auch nicht. Das sind 4 insgesamt. Das Feuer in der Nische hält den Gang im ersten Stock nicht mehr warm. Sorge dafür, dass die Nische vollständig abgedichtet ist. Go on. The puzzle doesn't solve on its own. Das ist kein Puzzle, das ist... Mach alle Feuerstellen an. Hier wird dann auch noch ein Krug sein. Möglicherweise... Nee. In dem Raum ist nichts. So, ihr bleibt bitte an, ja? Nicht ausgehen. Aha. Ah. Gefunden. Oh, die Tür und die Gitter daneben gehen gar nicht auf. Für einen süßen kleinen Passepayas Träne. Ja, riss mir aus. Ich vermisse trotzdem irgendwie, dass hier die richtig krassen Splitter sind. Die dann echt auf mehrere Sachen Boni geben. Die ganzen Türen hier sind zu. Aber wir können hier einfach raus. Okay. Oder tiefer rein. This is a letter from my grandfather to my grandmother. Also von Archimedes an ihre Großmutter. Dear Calliope, thank you for allowing me to take you to see the stars last night. I was so excited about the telescope. I hope I did not bore you. Science and progress get me so excited. My heart burns when I think about what we could achieve with all the knowledge of the ancestors. We could reach our own true potential. Instead of settling for this simple life here in the north. I know I am young, but I feel like I can see the future so much better than the philosophers. Philosophers are leaders in their stupid vows for conserving the world. They think I am dangerous, and we must be careful not to attract your husband's attention. The last thing we need is high philosopher to get a hint of us. I know you don't want to hear this, but I hate his whole dull existence. He is too old for you. He does not share your passion for, well, anything. But I do not want to write about him. I just want to be with you. Maybe we should escape to the south and have a family. It is something you have always dreamt about, is it not? Thank you again for spending last night with me. Do you remember that special star that I showed you with my telescope? I will take you there one day. You have my word. Ark. Oh, sie ist höchstwahrscheinlich fremd gegangen. Ark. My grandmother always called him that. They escaped this place and came to the White City. Und er scheint doch auch ein bisschen gefährlich zu sein, ja? Haben die Philosophen schon rausgefunden. Was a public figure already back then. Calliope was always on his side. She was his muse, encouraging and driving him into new research and innovations. She was the kindest and warmest person I have ever known. Yes,
I want to tell you more about her, Trin, but it will have to wait a little longer. Hey, halt wertvolle Informationen zurück. Erforschen den Ursprung zu 100%. 25 Muni, jawohl. Das ist doch schön. Okay. Raus hier. Der kommt nicht mit? Okay. Der feine Herr möchte nicht durch Fenster klettern. Alles klar. Wo ist der Baron? Baroni Macaroni. Gut, dann würde ich sagen. Das sieht fancy aus. Tarotkarten als Türen. Exil. Rebirth, Wiedergeburt, steht unten auf den Karten. Und auf der dritten steht Return. Zurückkehren, Return. Die Aliens kommen zurück! Third Monolith. I have seen it somewhere. I have seen it in my grandpa's laboratory. A ship reaching to the stars, towards another world. Das sind wirklich Aliens. I can see the beacons and the emblems left behind, connected to a thing that stretches to all the lands below. The Grand Core. I'm sorry, Knights, but your adventure ends here. I can't let you interfere with my work any longer. Nein. Nehmen wir einfach so hin. Wir sehen uns im nächsten Part. Ciao.